Hallo und herzlich willkommen, YouTube. Warum kommt Regen und herzlich willkommen zu einem Vlog von der Straße bzw. von der Rheinkniebrücke. Ich bin auf dem Weg in die Düsseldorfer City, liebe Freunde. Wir haben heute den 10. Mai, wir haben es 14 Uhr und wir haben richtiges beschissenes Wetter. Beziehungsweise jetzt gerade, ihr seht es ja, scheint die Sonne. Wir haben gerade 13,5 Grad, aber es regnet. Dann hört es auf, dann ist es nur bewölkt, dann kommt die Sonne raus. Danach kommt Hagel, also es ist momentan hier sehr, sehr, sehr verwirrend, was hier wettermäßig abgeht. Normalerweise kennt man das im April, aber der hat sich gedacht, auch wir können das doch jetzt schon machen. So, auf jeden Fall, ich bin gerade unterwegs und wir machen mal wieder einen ganz gemütlichen Laberstelz. Ich fand das eigentlich sehr nice, wo ich irgendwelche Sachen sehe und einfach dann anfange. Zum Beispiel sehe ich gerade vor mir ein Taxiunternehmen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, einige vermuten jetzt, ja, YouTube läuft ja nicht mehr, ne? Deswegen bist du darauf gekommen? Nein. Ich bin durch Amerika gefahren und habe dort Uber genutzt. Uber ist eine Möglichkeit, wo du per App quasi einen privaten Taxifahrdienst quasi rufen kannst. Deine Daten werden an Uber gesendet und wenn du jetzt irgendwo bist, ihr könnt euch den Miami-Vlog mal anschauen, dann rufst du quasi ein Taxi, also sprich ein Uber-Fahrzeug. Und dann kommt da einer mit seinem Privatfahrzeug hin und holt dich ab und fährt dich irgendwo hin. Da ich gerne Auto fahre und gerne auch neue Menschen kennenlerne, habe ich mir echt mal überlegt, mich bei Uber anzumelden und das Ganze zu machen. Aber ich glaube, dass das so versicherungsmäßig ein großes Problem ist. Das Geile wäre halt, wenn du halt Leute dabei hast, wo du sagst, hey Freund, pass auf, das Ganze sieht so und so aus. Ich arbeite als YouTuber, habt ihr Bock? So, und dann kannst du einfach zum Beispiel jetzt DSGVO, ne, lässt du dir von denen eine Unterschrift geben und lässt einfach diesen Menschen einfach mal eine Plattform, bietest den Menschen eine Plattform, um von deren Leben zu erzählen. Ich meine, es gibt so viele Menschen auf der Welt und ich glaube, gerade die Leute, die Uber fahren, die sind jetzt nicht hier, weil sie in Deutschland leben, sondern die kommen irgendwo her und haben ihre komplett eigene Geschichte, ihre komplett eigene Kultur. Und ich glaube, darüber zu erfahren, wäre schon ziemlich cool. Das war so mein Gedanke. Aber ich glaube, dass das so mit der Versicherung nicht wirklich funktioniert. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie das aussieht. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt, wo ich hier gerade die Frau mit dem Handy sah. Bin ich momentan ein bisschen pisst. Und zwar meine Tante, väterlicherseits, die ist 53 Jahre alt und die ist körperlich und geistig behindert. Die hat eine Spastik. Sie ist zu, ich glaube, 95-97% behindert. Und mein Opa, 84, kümmert sich noch um sie. Also das heißt, der sorgt sich halt komplett um sie und schaut, muss ich jetzt die Hand hier so hochhalten, dass man keine Gesichter sieht, ne? So hier, ne? Ne, DSGVO und den ganzen Scheiß. Auch etwas. Ne, weil darf ja nicht gefilmt werden hier. Die Lisbeth mit ihren drei Kindern. Die jetzt gerade zu ihrem Pferd und da. Ne, weil in der Beziehung nichts mehr läuft. Nee, aber auf jeden Fall. Ich war jetzt die Tage bei ihm und meine Tante, müsst ihr euch vorstellen. Sekunde, jetzt kommt ein Krankenwagen. Jetzt mal eben kurz gucken, woher. Bum, bum, bum. Von da, okay. So, auf jeden Fall. Ich sag schon wieder 70 Mal auf jeden Fall. Ich wollte für meine Tante, die nicht wirklich fähig ist, einen PC zu bedienen, ich wollte ihr, also sie kann, ich sag mal, sie kann Solitär spielen, sie kann, was haben wir noch, was sie spielt? Mahjong. Das sind so Spiele, die kann sie gerade spielen. Sie hat keine Möglichkeit, also sie kann nicht lesen, sie kann auch nicht schreiben, außer ihren Namen. Also sie weiß, wie ihr Name geschrieben wird, aber das war es dann auch. Also viel mehr ist da leider nicht möglich. Und jetzt bin ich hingegangen und sie hat ein Tablet und sie hat so einen kleinen PC, wo man so Google Play Spiele runterladen kann. Mein Opa hat kein Internet. Das heißt, wenn ich bei meinem Opa bin und ich will da irgendein Spiel installieren, dann mache ich mit meinem Handy einen Hotspot auf, connecte mich ins WLAN und lade dann die ganzen Games runter. Und sie kann die dann offline spielen. So. Sowohl fürs Tablet als auch für den PC. Jetzt bin ich auf der Suche nach Spielen,
die so ähnlich sind wie Candy Crush, die A, keine Online-Verbindung benötigen, also die man einmal runterlädt und dann ist der dort, du bist so eine Missgeburt, Mann. Du siehst, dass hier eine Baustelle ist, du Fotze. Ist ein Typ. Ist eine... Egal. So. Meine Fresse. Menschen. Kann nicht schnell genug Vorbild sein. Naja. So. Jetzt überholt er links. Was macht der denn? Eieiei. So. Ich brauche ein Spiel, was offline fähig ist, was so wenig wie möglich Werbung bekommt. Also, denn das Problem ist, wenn Werbung kommt, A, will meine Tante das haben. B, sie klickt drauf und dann passiert etwas, nämlich etwas weiteres öffnet sich. Und das kann sie nicht schließen. Sie weiß nicht, was da ist. Sie will das, sie sieht das, sie will das haben, sie klickt drauf. Es öffnet sich was und sie weiß nicht, dass man schließen kann. Das ist halt das Problem, ne, mit der Krankheit und allem Möglichen. Also sie sieht, geil, will damit interagieren, weil das hat sie so, ich sag mal, gelernt. Und dann öffnet sich ein Fenster und dann höher. Also es darf keine Werbung beinhalten. Und ganz ehrlich, ich sag euch was, solche Spiele zu finden, sind echt schwierig. Mein Opa geht schon hin mittlerweile. Und wenn er einkaufen geht, dann geht der in diese Computerabteilung von einem Real oder was weiß ich und holt für 29 Euro sich so ein Skat-Spiel und installiert das dann, versucht es zu installieren, schafft es nicht, da komme ich, dann sage ich, was hast du wieder für eine Scheiße gekauft? So, zwischendurch hat meine Tante die CD schon dreimal in den Finger gehabt, dass sie dann das Umtauschrecht auch schon wieder, ja, was schon wieder hinfällig ist, weil die einfach die komplette Anleitung zerfleddert hat. Ja, und dann musst du da so ein Dreckspiel für 29 Euro installieren, wo auch Werbung drin ist. Das sind so First World Problems. Also sollte jemand von euch eine Ahnung haben, wo es ein Spiel gibt, wo sie nichts lesen muss, wo sie einfach eine Art Candy Crush hat, wo sie auch keinen Pfad lang geht, wo einfach ganz simpel, einfach nur Früchte oder Objekte, Diamanten, mir scheißegal was, wo irgendwas runterfällt und sie muss einfach nur gucken, ah, davon sind vier da, dann drücke ich drauf, gehen weg, fallen runter. Einfach so ein primitives Spiel brauche ich, aber ich habe es bisher noch nicht gefunden. Also wenn ihr da irgendwie was findet, dann lasst mich daran bitte teilhaben und gebt mir bitte diese Information. Ja. Ansonsten, krass, es gibt nur Zigarettenautomaten. Da muss ich auch sagen, ich rauche ja jetzt seit 4 Jahren rauche ich nicht mehr. Da muss ich auch sagen, was da mittlerweile passiert ist, ist echt enorm. Also sprich, wie die Medien, da merkt man diese gesamte Kraft und Power von Gesetzen etc., wie diese Nichtrauchergesetze, also sprich dieses... Du musst draußen rauchen, Rauchen ist schädlich, die Bilder. Also diese gesamte Kampagne gegen das Rauchen. Also ich kenne sehr viele Leute, die aufgehört haben. Ich kenne sehr wenige Leute, die angefangen haben. Wie die einfach es geschafft haben, das Rauchen nicht mehr so, es ist immer noch, aber es ist nicht mehr so stark, gesellschaftsfähig ist. Das finde ich echt enorm. Das finde ich echt krass. So, ich habe mit Hypnose übrigens aufgehört vor 4 Jahren. So, jetzt bin ich raus. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schlaft schön, fahrt vorsichtig. Und schreibt mir zu eurem Thema ein schönes Kommentar. Einen schönen Kommentar. Dankeschön. Tschüss.